es doch zu. Glaube ich. Ich habe sie zumindest zugemacht. Aber solange der Ton da ist, traue ich mich auch nicht, diese Tür hier aufzumachen. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Mit mir, Thomas von Playageddon. Ich hoffe mal, der Onkel Doktor ist jetzt endlich tot. Eigentlich müsste er tot sein. Er wurde von einem Fahrstuhl zerquetscht. Ich glaube nicht, dass man da überleben kann. Hier oben ging es raus. In der letzten Folge waren wir schon da, aber Outlast speichert ja nur zu bestimmten Stellen. Und deswegen mussten wir uns die Szene, beziehungsweise ich, mir gerade nochmal angucken. Aber wieso nicht? Ich hoffe, dass das nicht überlebt hat. Es sei denn, er ist Kenny aus South Park. Ich glaube, es war Kenny, der so andauernd stirbt und dann immer wieder da ist, obwohl... Und so tut, als wenn nichts gewesen wäre. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo es lang geht, aber wir hatten irgendein neues Ziel in der letzten Folge. Ich hoffe mal, dass der Onkel Doktor hier auch weg ist. Hier ist wieder ein Rollstuhl, wo keiner drin sitzt. Das... Hoch oder runter? Das ist hier die Frage. Ich schätze nicht, dass man hier die Tür aufmachen kann, oder? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, wieder Licht ausschalten. Wir haben nur noch 4 Batterien. Naja, nur noch kann man auch nicht sagen. 4 Batterien ist, glaube ich, normal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das normal ist. Aber es ist nicht schlecht, schätze ich mal. Und mir gefällt es gerade, dass hier so viel Licht ist. Mir gefällt es überhaupt nicht, dass da hier man durchgehen kann. Offen ist es nicht, oder? Das war mir klar, sonst hätten die Spielemacher das hier wohl nicht gemacht. Ist hier vielleicht irgendwo eine Batterie? Hopp. Ja, ich wusste es, dass hier eine Batterie ist. Danke, Spiel. So, eigentlich wollte ich mir heute ja einen freien Tag gönnen, aber an solchen Tagen, wo ich nicht aufnehme, denke ich mir so, das sind vergeudete Tage und deswegen nehme ich noch eine Runde Outlast für morgen auf. Ich habe mir sowieso gestern schon eine Pause gegönnt, deswegen können wir heute ruhig aufnehmen. Ihr werdet die Folge sowieso erst am Mittwoch sehen. Ich dachte, als erstes wäre ein Mikrofon. So von der Seite her. Sieht ein bisschen aus wie ein Mikrofon, ne? So ein bisschen, also... Von vorne natürlich nicht, aber von der Seite... Okay, wir lassen es. Yo! What's going on, man? Okay. Vielleicht hier noch irgendwo Batterien. Vielleicht gibt es uns das Spiel... Ah, speichert schon wieder, okay. Das heißt, dass hier irgendwas gleich passiert, oder? Da steht jemand, aber wir gehen noch nicht zu ihm. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen an. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, mehr aufs Spiel einzugehen, ein bisschen mehr auf die Details hier zu achten. Und das Spiel ist doch eigentlich schon schön gemacht. Meiner Meinung nach. Also ich bin immer noch verliebt in dieses Spiel. Ich könnte eigentlich jeden Tag aufnehmen, aber würde mir nicht so viel bringen. Und ich will noch ein bisschen, falls irgendwelche Fragen aufkommen, auf die Kommentare eingehen, die dann... Gott sei Dank, sie leben. Okay. Können wir nicht einfach die Fensterscheibe einschlagen? Wieso denn nicht? Ich will jetzt nicht alleine hier lang gehen. Das war übrigens der Priester. Achso, da sind wir hergekommen. 5000 Euro, dass wir hier lang müssen. Ja klar, müssen wir hier lang. Wieder ein Rollstuhl, wo niemand drin sitzt. Die machen mir etwas Angst, wenn ich ehrlich bin. Komm. What? Oh. Ein Klo. Nein, ich gehe raus. Was sind das wieder für Töne? Gruselig. Ich öffne eine Tür auf. Yo. Klos mag ich eigentlich relativ gerne hier in Outlast, weil hier noch nie was passiert ist. Und deswegen werden wir einfach mal die Tür zumachen. Hier brennt... ein Bein und ein Arm. Und ich weiß auch nicht, wieso die brennen. Jumpscare? Nein. In Horrorspielen ist es meistens so, dass in solchen Situationen Jumpscares kommen. Jumpscare? Nein. Akte irgendwas zum Lesen? Das wäre ganz... Oh, schade, nicht zum Lesen. Ich mag es eigentlich gerne vorzulesen. Da man die Folge dann ein bisschen rumbekommt und nicht so viel Angst hat in diesem Spiel. Gehen hier mal rein. Hopp. Hopp.
Okay, das ist ein Pissoir. Vielleicht sind hier noch irgendwo Batterien, die man finden kann. Deswegen, hier liegt ein Polizist tot auf dem Boden. Verstecken müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht. Ich hoffe zumindest, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ah, Gott sei Dank, eine Akte zum Vorlesen. Ich mag es vorlesen. Da fühle ich mich immer wie so ein Erwachsener, der irgendwelchen was vorliest und vergisst es. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Underporner. Hey, mein Name. Und behandle sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Traeger Morkov. R&D. Warte mal. War nicht der Dr. Rick Traeger? Auf jeden Fall war irgendwas mit Traeger. Wegen alle haben sowas von Traeger gemurmelt. Und ich glaube, dieser Doktor war wirklich Traeger. Ich glaube schon, dass er es war. Hier geht es nicht lang. Heißt, dass wir hier lang müssen. Ich mag es nicht, wenn man die Nachtsicht anhat und dann Licht ist. Dann sieht es so komisch, auch so hell. Boah. Hopp. Bond. Thomas Bond. Brennst da? Oh, lieber nicht anmachen. Bonjour. C'est Thomas. Ist irgendwo eine Batterie? Ah, eine Batterie, Gott sei Dank. Da haben wir schon 6 Batterien, das läuft doch. Da hat sich die Folge doch schon gelohnt, wenn wir jetzt schon 2 Batterien in einer Folge gefunden haben. Was ist das da oben? Wieso brennt's hier? Kann man hier rüber? Hopp, 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 hopp. Okay, wir hören auf. Wenn es da nicht lang geht, dann muss es hier wohl lang gehen, oder? Aber hier ist doch die Tür verschlossen, oder nicht? Ja, die Tür ist wirklich verschlossen. Da weiß ich auch nicht, wo wir lang müssen, aber... Eigentlich können... Ah, Mann, das Licht... Ja. Ah, okay, wir müssen hier wahrscheinlich runterkrabbeln, was? Ja. Nein? Hä? Klar müssen wir hier drunter, oder? Aber der Stuhl ist hier zwischen. Da weiß ich auch nicht, wo wir lang müssen. Vielleicht auch hier im Raum? Ups. Ich küsse meinen Popschutz ja schon fast. Nein, anscheinend geht's da auch nicht lang, aber dann weiß ich auch nicht, wo es lang gehen soll. Also. Pff. Vielleicht da lang, aber hier kann. Hopp. Ja. Mein Bein juckt. Wir hatten heute Bundesjugendspiele und deswegen. Ui! Speichert schon wieder. Immer wenn es speichert, kackt meine Framerate ein bisschen, aber. Ah, ist ganz schön heiß hier drin, ne? Yo, Homie. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn, wenn ihm so ein Finger fehlt. Vielleicht hier rüber? Ja, ah, das ist wirklich sehr heiß hier drin. Ne? Ey, da ist doch jemand. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Okay. Wir sollen die Sprenkleranlage einschalten, wie es aussieht, um den Mann das Leben zu retten, glaube ich. Ich schätze mal, dass es hier lang geht, weil man hier so rüber jumpen kann. Kann man hier auch runter? Ja, kann man tatsächlich. Meine Kopfhörer sind ganz schön laut, aber ich höre meine Eltern diskutieren. Okay. Ja, da war irgendwas wegen dem Spargel. Spargel war zu dick oder so fürs Kochen, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Solange es Mittagessen für den Thomas auf dem Tisch gibt. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich will auch andere Themen in der Folge ansprechen und da gehe ich erstmal nicht lang. Ich mag es in Spielen überhaupt nicht, wenn es zu viele Wege gibt und man sich nicht entscheiden kann, wo lang es gehen soll. Aber nun gut. Da geht's auf jeden Fall lang. Das sieht man schon im Ansatz. Ich schätze mal, hier ist auch irgendwas. Aber was genau hier sein soll, mag, weiß ich auch nicht. Oh. Was ist denn hier drin? Hopp. So. Hier scheint auch nichts drin zu sein, ne? Aber es ist schön und gut, dass hier Ewigkeiten... Oh, der chillt hier ein bisschen rum. Aber er hat noch alle Finger. Ich beneide ihn ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Uns fehlen noch ein paar, okay.
Hier ist eine Akte. Lesen wir uns durch. Wir haben im Übrigen auch eine Notiz gemacht. Okay. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe mit einem Morkow-Erfolgsberater zu erhalten. Okay. J. Escape. Notizen. Lass es brennen. Let it burn. Ich bin nicht das einzige Opfer hierbei. Wie? Bei weitem nicht. Ich wollte als erstes Watson lesen, weil ich ein großer Sherlock Holmes-Fan bin, aber... Ja. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Der Ort hier ist nicht so ganz schnieke. Das haben wir auch schon gesehen. Aber nun gut. Aber nun gut. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? $100, dass wir da lang müssen. Wer bietet mit? Keiner? Okay. Jetzt gehen wir hier lang. Mal schauen, was hier... Hopp. Ist hier jemand? Nein? Kann man nicht... okay, da kann man nicht lang. Ich habe das Gefühl, weil lange schon keiner mehr kam. Okay, wir... Nein! Pfui! Mit R wechseln wir die Batterie, okay? Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, seit Freitag. Und wir haben heute Mittwoch, deswegen bin ich schon ein bisschen aus der Steuerung raus und wir speichern schon wieder. Was heißt das, wenn wir so oft speichern? Hier können wir auch nicht lang. Wie es aussieht. Was ist das? Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Da hängt jemand ab. Nicht du! Alles, aber nicht du, Specky Mac, Speck, Speck, Speck. Oh, nein, wir müssen uns gar nicht verstecken. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein, bin nicht da. Nein, bin nicht da. Sieht er mich nicht oder ist der behindert im Kopf? Er hat mich übersehen. Spaß. Oh, das war... Ist überhaupt nicht gut, dass wir dies jetzt gemacht haben. Bei weitem nicht. Wo ist der Junge? Oh. Na, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Aber wir haben hier ein Versteck, zum Glück. Ja. Also der Doktor, der Nervne, ist schon weg. Aber wen wir hier noch an der Backe haben, ist Specky Mac Speck Speck. Kannst du bitte verschwinden? They say me going. They ate them. Control in the trust me in the wide and dirty. Okay, ich hab's total falsch gesungen, aber... Naja, was soll's. Also das heißt, dass wir da lang müssen, wir müssen Wasser ins System bekommen, aber wie sollen wir das denn anstellen? Konzentration. Hopp. Nee, du siehst mich nicht. Ich bin hier an der Ecke. Ich habe euch keine Ahnung, wie wir an denen vorbeikommen sollen. Müssen wir einfach da durchrennen? Wir haben schon schwierigere Situationen gehabt mit dem Arzt. Als... Okay. La 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 boom boom. Ich wurde gerade ein bisschen gestört. Das während eines Horrorspiels, das kann manchmal schon creepy werden. Okay. Ich glaube, wir haben ungefähr gesehen, wo es lang geht, ne? Wir verfolgen uns immer noch. Ach, komm schon, wie sollen wir das denn anstellen? Das ist die ganze Zeit da und ich habe echt
gar keine Ahnung, wie das denn... Ja. Sind dumm? Okay, das Spiel, die KI ist ein bisschen komisch von den Typen manchmal, aber sonst... Also der Doktor, der hatte eine Wahnsinns-KI, glaube ich zumindest. Also meistens, da hat er uns so gefistet. Sage ich jetzt mal so. Weil, ich weiß nicht. Wir haben uns unter einem Bett versteckt und der hat uns trotzdem gesehen. Ich hab, weiß es, ja, okay. Wir wollen realistisch bleiben. Wir wollen realistisch bleiben. Ist wieder hier lang, ne? Ich muss doch sagen, der Gruselfaktor nach einer Zeit ist bei dem Spiel echt weg. Man gewöhnt sich wirklich an das Laufen hier. Ich hatte gerade auch überhaupt keine Angst, wenn ich ehrlich bin. Na. Was geht, Digga? Digga mit CK geschrieben. Wir müssen warten. Ich weiß sonst nicht, was wir tun sollen. Ich habe ein bisschen schon mal gesehen, was da hinten ist. Ich glaube sogar, ich habe den Raum gefunden, wo man das Wasser in das System reinlaufen konnte. Reinlaufen lassen konnte. Ich weiß aber nicht, ob es das wirklich war. Ich kann nur schätzen. Ich kann nur schätzen. Boah, ich muss mir langsam dran. La 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 la. Man kann rechts, man kann rechts auch lang. Sind wir noch? Oh, jetzt sind wir noch auf Fersen. Er ist ja schnell aus der Puste. Der ist wirklich sehr schnell aus der Puste. Wirklich sehr, sehr schnell. Ah, das wird wieder so ein langweiliger Part, wo wir die ganze Zeit laufen müssen und... Ich mag das selber nicht. Ich will ein bisschen Spannung in die Folge reinbringen, aber... Es ist jetzt schwer, wenn wir die ganze Zeit vor dem weglaufen müssen. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Und wegcutten will ich dir auf gar keinen Fall was, denn dieses Spiel ist wirklich der Hammer. Ich bin so begeistert von diesem Spiel, auch als ich das allererste Mal gespielt habe. Ich hatte Schiss ohne Ende, aber es hat mir gefallen wie sonst was. Also da kann ich, also ich freue mich schon, es gibt ja dieses DLC Whistleblower. Ich kann sagen, ich werde es spielen, direkt nach Outlast, noch nicht, aber etwas später, weil ich andere Projekte geplant hatte. Ich höre die Ketten, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ist mir egal, wir rennen einfach durch. YOLO, wie vorhin. Okay, da geht's auf gar keinen Fall lang. Da geht's auf... Wir tricksen ihn jetzt ein bisschen aus. Ich bin ein bisschen zu schlau für dich. Mister. Tür zu. Ich bin gar nicht hier drinne. Da ist gar keine Tür drinne. Und rein hier. Ist der dumm? Ja, er ist dumm, aber... Ich mache mich schon mal bereit fürs Laufen. Weihnachtsgeschichte, Mr. Scrooge hieß der Mann, naja.
der von den Geistern besucht wurde. Okay. Das ist das Ventil? Das ist das Ventil. Wir können jetzt auch raus. La 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 la. Ging's hier lang? Egal. Ich weiß ungefähr, wo es lang geht. Hoffe ich. Denn ich bin mir relativ sicher. Scheiße. Jetzt links, da bin ich mir aber sicher. Wir bringen uns erstmal in Sicherheit. Denn wir wissen ja, dass man... Hallo, du bist zu dick dafür. Wir wissen ja, dass wahrscheinlich, wenn man diese Pumpe aktiviert hat, es sei denn, es gibt zwei Pumpen, was ich nicht hoffe. Ich hoffe es einfach nicht. Ich weiß, bei den anderen Dingen, die wir jetzt hatten, war es immer zwei Ventile, Pumpen und ja, ja. Aber ich hoffe mal, dass wir dieses Mal keine zwei Pumpen brauchen, sondern nur eine. Denn wenn wir mir jetzt abkratzen, müssen wir das normal spielen. Und darauf habe ich eigentlich nicht so große Lust, wenn ich ehrlich bin. Wir werden es jetzt einfach machen. YOLO. Was soll uns anhaben? Wir haben YouTube-Partnerkräfte. Wir sind Reporter. Und was hat er? Er hat nur Ketten. Nicht wirklich sind das zwei Ventile. Ach ja. Ich höre jetzt schon meinen Lehrer, wie er sagt. Ja, genauer lesen hat einige Vorteile. Das hatte ich letztens im Chemietest. Da wurde gefragt, ist Marmorsäure unempfindlich? Aber ich habe im Test gelesen, ist Marmorsäure empfindlich? Es war eine Ankreuzaufgabe. Nein, nein, nein. Pfui, 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 pfui. Pfui, 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 pfui. Lass mich aufstehen. Lass mich doch aufstehen. Jetzt suchen wir das zweite Ventil. Komme, was wolle. Der ist nicht so intelligent. Als wenn wir ihn schon ausgetrickst haben. Geh rein! Muss gleich wieder eine Batterie wechseln, ne? Woher wusste der Typ, im Schrank sind? Okay, das war sowas von unnötiger Batterieverbrauch. Ach, da oben stehen das ja auch. Sprenkler, Valve. Kommst du nicht rein? Nein, da kommt sie nicht rein. Nein. Ja, zurück zum Chemietest. Und ich habe natürlich angekreuzt, ich dumm Dödel. Säure ist unempfindlich. Marmor ist Säure unempfindlich, weil ich dieses Un nicht gelesen habe. Und dann, ja, das haben den Fehler mehrere gemacht und dann der Lehrer, ja, noch her, also wenn ihr Verträge macht, da braucht man das auch, Mama. Ja, stimmt ja auch irgendwie, aber trotzdem. Es geht mir ums Prinzip. Es geht mir ums Prinzip. Oh Mann, ich habe echt keine Ahnung, wo es hier lang gehen soll. Das ist... Oh Mann, ich habe echt... Ich bin hier doch schon überall abgerannt. Oder? Oder? Schweinchen, kannst du mir sagen, wo es lang geht?
Na Mann, ich hab echt null Ahnung. Hier ging's ja auch nicht lang, schätze ich mal nicht. Nein, hier können keine Ventile sein. Wir wechseln nochmal die Batterie. Ist sinnvoll. Denn sonst würde ich sagen, ich setze an dieser Stelle. Beziehungsweise ich mache dann die jetzige Folge daraus. Und die andere nehme ich direkt hier nach auf. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Dann würde ich sagen, ihr werdet sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ich werde jetzt noch das zweite Ventil suchen, wo auch immer das ist. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.